weiter geht's mit Genshin Impact. Diesmal machen wir eine Farmroute für die Seidenblume. Es gibt insgesamt auf der Karte zu farmen 28 Stück davon. 20 können wir kaufen und ich glaube, es sind 9. Leider habe ich schon zweimal gemacht, aber es ist relativ, 9 Stück einmalig zu holen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Einkaufen und ich zeige euch die 4 Shops, wo man das Ganze machen kann. Alles klar, wir beginnen in Sumeru. Der Shop befindet sich hier unten an diesem Teleporter. Müssen wir uns nach rechts drehen und einmal hier runter. Und dann sind wir auch schon fast da. Und zwar genau bei der guten Frau. Können wir die ersten 5 kaufen. Kann man sich ruhig gönnen. Kostet nur 1000 Mora einer. Also das ist in Ordnung. So, das wäre der erste Shop. Der zweite Shop befindet sich im Gebiet 4.4, war das, glaube ich, hier. Und dafür müssen wir in die Stadt hier. So, wenn wir hier sind, laufen wir hier den Weg entlang. Einmal die Treppe nach oben und hier vorne nochmal die Treppe nach oben nehmen und wir sind dann auch schon da. Da steht der Händler, den quatschen wir einmal an und hier gibt es ebenfalls 5 Stück zu kaufen. Okay, ja, das kann ich mir auch mal gönnen. Alles klar, das wäre das gewesen. Und dann geht es beim nächsten Händler weiter. Den finden wir an der folgenden Stelle und zwar hier in dem Dorf. Da portet ihr euch hier hin. Und müsst einmal hier runter zu der Frau, die hier vorne steht. Und hier können wir wieder welche kaufen. Und zwar wieder 5 Stück. So, das wäre Nummer 3. Und der vierte Händler ist auch direkt dort, wo unsere Farmroute beginnt. Deswegen machen wir das Ganze und zwar an dem Teleporter. Dann drehen wir uns nach links und müssen zu der Rezeption hier und können hier nochmal 5 Stück kaufen. Diese Shops resetten alle 3 Tage, dementsprechend könnt ihr euch alle 3 Tage die Dinger kaufen, die Seidenblume, und habt 20 Stück relativ einfach und schnell gefarmt. So, jetzt kommt die eigentliche Farmroute und zwar müssen wir dafür diesen Teleporter wieder nehmen. Okay, dann geht es einmal etwas weiter links und wir springen hier direkt runter und haben die erste Blüte. Die sieht man eigentlich ganz gut hier an der Stelle. Und an jeder Pflanze sind 2 Stück dran. Alles klar. 4. Ja, die Farmroute geht eigentlich relativ fix. Da braucht man sich gar keinen Kopf machen. Das wäre die. Dann die beiden. Und dort hinten haben wir nochmal 2 Pflanzen, wo 4 Stück insgesamt noch dran sind. Einmal an der Stelle und die letzte befindet sich genau hier. Von hier müssen wir einmal in die Stadt und zwar genau an der Stelle geht es weiter. Dann nehmen wir diesen Teleporter.
Wir hier sind einfach hier direkt runter und ja, zu dem Hof hier unten. Genau hier an der Stelle müssen wir runter. Und perfekte Landung. Hier haben wir die zwei. Dann geht es weiter zu den beiden. Auf der anderen Seite haben wir direkt vier Stück. Und dann müssen wir hier einmal ums Haus herum. An der Stelle dann etwas zurück. Genau, die beiden. Und ja, wir sind schon fast durch. Wie ich schon sagte, die Farmroute ist eigentlich relativ fix gemacht. Und das sind die letzten beiden. Okay, das wären alle gewesen, die wir farmen können oder kaufen können. Respawn-Zeit sind 48 Stunden von denen, die man farmen kann. So, wir müssten hier im Inventar jetzt 526 haben und genau das ist auch der Fall. Wie ich schon sagte, das wäre die Farmroute. Jetzt kommen wir nochmal zu denen, die man einmalig machen kann und das ist an der folgenden Stelle. Das ist das Gebiet 4.4, was zusätzlich dazugekommen ist. Das sind einmal die drei Markierungen. Dafür müssen wir diesen Teleporter nehmen. Und ja, wie gesagt, ich habe es leider schon an zwei Stellen eingesammelt, aber ist ja nicht schlimm. Ich kann ja trotzdem erklären, worum es geht. Und zwar können wir an diesem Krug hier, der hier steht, eigentlich klopfen. Und hier bekommt ihr theoretisch jedes Mal drei Stück, wenn ihr geklopft habt. Dann haben wir hier vorne nochmal einen, aber am Ende kann ich euch auf jeden Fall zeigen, was ich meine. Hier haben wir nochmal, wo wir klopfen können. Hier bekommt ihr auch nochmal drei Stück, theoretisch. Ich weiß nicht mehr, wie viele genau es waren. Und ja, der letzte Krug, da müssen wir ein bisschen mehr laufen. Das werden wir jetzt einmal machen. Da müssen wir in die Höhle hier rein. Ich wollte ich den nehmen, aber okay. Ja, das ist eine Questhöhle, die wir ja, irgendwann mal gemacht haben. So, und genau hier müssen wir hin. Also den Karp einmal nehmen und da reinschießen. Hier ist wahrscheinlich noch eine Spinne bei euch. Die macht ihr einmal weg. Und ja. An der Stelle können wir wieder klopfen, wie ich schon sagte. Wenn wir das machen, bekommen wir unsere Seidenblume. Okay, und das habe ich vorher gar nicht gesehen hier. Gibt es noch Mora zu holen? 20.000. Cool. Alles klar, das wäre das gewesen. Mehr kann ich euch hier erstmal nicht zeigen. Alles klar, obwohl es gibt nur zwei, nicht drei. Okay, dann kann es auch sechs sein. Ich weiß es nicht, wie viele es einmalig gibt, aber gezeigt ist gezeigt, wo man sie herbekommt. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.